Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in dieser Osternacht, in der Jesus Christus hindurchgedrungen ist vom Tod zum Leben, lädt die Kirche in aller Welt die Glaubenden ein, sich im Wachen und Beten zu vereinen. In diesem Jahr nicht hier vor Ort, sondern zu Hause an den Bildschirmen. Vielleicht zünden Sie sich eine Kerze an, stellen Sie zu Hause auf den Tisch. Und so sind wir verbunden, haben Gemeinschaft an dem Licht, das unsere Welt erhellt hat durch die Auferstehung Jesu Christi. Wir begehen auch in diesem Jahr das österliche Geheimnis, indem wir hören, wie es sich ankündigt bei den Propheten und wie es sich offenbart im Osterevangelium. Lasst uns beten. Ewiger Gott, du hast der Finsternis geboten und es ward Licht. Im brennenden Dornbusch bist du Mose erschienen und hast ihm den Weg in die Freiheit verheißen. In der Feuersäule bist du deinem Volk durch Finsternis und Wüste vorangegangen. Und wie du in der Glut des Feuerofens die Freunde des Propheten Daniel zum Leben bewahrt hast, so hast du deinen Sohn durch Tod und Verderben in dieser Nacht zu neuem Leben gerufen. Wir bitten dich, lass dieses Feuer uns zum Zeichen werden, zum Zeichen deiner Nähe und Bewahrung. Und lass in uns die Sehnsucht nach dir entflammen, bis wir dich sehen im Licht der Herrlichkeit. Amen. Diese Osterkerzen weisen hin auf Christus. Verlassen wie wir in der Nacht des Todes, greift Gott nach ihm und bringt ihn ans Licht. In ihm haben wir das Leben. Jesus Christus, gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Sein ist die Zeit, sein ist die Ewigkeit. Sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Durch sein Leiden bewahre und behüte uns Christus, der Herr. Amen. Christus, Licht der Welt, Gott sei ewig Dank. Yeah.
hört, wie der Prophet Hesekiel die Auferstehung der Toten ankündigt. Des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich hinaus und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es und es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Und siehe, sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir, Weissage meinem Volk, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber auftun, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Ich rede es und tue es auch, spricht Gott der Herr. Worte der Heiligen Schrift. Großer Gott, der Tod ist mit der Hoffnung auf die Auferstehung kleiner geworden als das Leben. Du belebst das Totenfeld und du belebst auch uns, großer Gott. Verwandle unsere Müdigkeit, unsere Enttäuschung und unsere Sorgen in Hoffnung und Zuversicht. Ganz besonders auch in dieser Osternacht in Begeisterung, dass wir von deinem Geist belebt werden und als Schwestern und Brüder geistlich auferstehen. Amen. Das Evangelium von der Auferstehung des Herrn steht geschrieben bei Matthäus im 28. Kapitel. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Thank you.
Lasst uns Gott danken und zu ihm beten. Gott, du Schöpfer und Heiland allen Lebens, du hast Christus vom Tode auferweckt. Durch ihn hast du unser Leben erhellt und uns in die Gemeinschaft deiner Kirche hineingestellt. Du hast uns durch viele dunkle Nächte unseres Lebens begleitet. Manchmal haben wir das gar nicht bemerkt. Du hast dunklen Nächten lichte Tage folgen lassen. Wir bitten dich, lass dein Licht in unsere Welt kräftig hineinscheinen. Es leuchte in unseren Gemeinden und in deiner weltweiten Kirche. Es leuchte, wo Menschen in Krieg und Streit leben. Es leuchte, wo Menschen sich um Frieden bemühen. Es erhelle die, deren Kräfte überstrapaziert wurden. Es leuchte denen, die Trauer tragen, und denen, die einsam sind. Es behüte und begleite alle Kranken und Sterbenden und alle, die am Leben verzagen. Herr, lass dein Licht leuchten in uns allen und entfache in uns die Hoffnung, die dein Sohn Jesus Christus in unsere Welt gebracht hat. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und gemeinsam beten wir weiter, wie es uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in diese Nacht und in die kommenden Ostertage mit dem Segen des Auferstandenen. Wie das Licht am Ostermorgen, so leuchte uns Gottes Segen. Christus ist auferstanden. Möge sein Friede uns begleiten, seine Freude uns beflügeln, seine Liebe uns anrühren. Christus ist auferstanden. So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir hoffen.